Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Ich möchte euch kurz was zeigen, und zwar, also kein Fockchen Heimfahrt, keine Angst, dauert auch nicht lang. Ich möchte euch mal was zeigen, und zwar habe ich ja mein Auto in der Inspektion gehabt, in der 4-Jahres-Inspektion, also die vierte Inspektion. Habe jetzt drauf irgendwie 55.900 Kilometer, also so bei 55.000 Kilometer habe ich ihn gehabt. Waren ein paar Sachen zu machen, war auch nicht ganz billig. 270 Euro kostet für das, dass sie nicht so viel gemacht haben, aber ja gut, ist jetzt nicht so tragisch. Aber sie haben eine neue Software aufgespielt auf mein Navigationssystem, und diese Software, die hat es in sich. A, fahre ich jetzt einen IONIQ 5, und B, ist die Navigation schlecht geworden. Zwar richtig schlecht. Ich kann euch das jetzt mal zeigen, indem ich umschalte. Moment. So. Ich habe ja hier jetzt diese Tagansicht. Und diese Tagansicht schaut wie folgt aus. Es ist ja hell. Ja? Also er hat also automatische Umschaltung. Und jetzt hat er Tag. Nachts wird es dunkel. Das zeige ich euch jetzt mal. Das habe ich heute früh aufgenommen. Ich stehe eigentlich jetzt an der Straße, mitten in der Stadt, und man sieht jetzt gar nichts mehr. Also ich weiß jetzt nicht, ob das auf dem Video auch ein bisschen rüberkommt, aber man sieht maximal noch hier die Straßennamen, aber man sieht keine Straße, selbst wenn ich näher hingehe, man sieht keine Straßen. So, wenn ich jetzt auf die Einstellungen gehe, Anzeige, wenn ich jetzt auf den Tagmodus schalte, gut, dann wird es natürlich heller. So. Und jetzt gehe ich zurück. Dann sehe ich hier die ganzen Straßen. Also ich stehe hier an dieser Straße, da komme ich rein, da geht es zur Arbeit und so weiter. So. Wenn ich jetzt allerdings auf Nacht schalte, automatische Beleuchtung, es ist jetzt Nacht, und gehe dann wieder daher, dann sehe ich gar nichts. Nichts. Man sieht die Straßennamen, aber die Straßen selber, selbst wenn man nah hingeht, sieht man nicht. Da ist absolut schwarz. Das heißt, ich fahre mit meinem Auto hier durch einen schwarzen Bildschirm. Durch einen schwarzen Bildschirm! Das ist seit dem Update. Man sieht gerade noch die Autobahn als blaue Linie, das sieht man. Und man sieht eine Hauptstraße, also eine Bundeshauptstraße, sieht man auch gerade nur so. Da sieht man ein bisschen die Autobahnen, hier so, da, Nappburg, das sind alles so Autobahnen. Aber alles, was hier ist, so in der Stadt oder auf der Landstraße, ich fahre teilweise wirklich durch einen schwarzen Bildschirm. Es ist nicht besonders praktisch. Ich hoffe, dass sie das wieder ändern. Ich werde mal hinschreiben, glaube ich, an Kia. Genau, so sieht's aus. Ist quasi nicht besonders navigierfreundlich, möchte ich jetzt mal sagen. Aber dafür haben wir natürlich wunderbare Sachen bekommen, wie zum Beispiel, da war es, genau, alle Menüs, ist ein bisschen versteckt, aber alle Menüs, und jetzt haben wir zum Beispiel Naturgeräusche. Ja, und es ist nicht so wie beim Model S und Model 3, dass du dir jetzt Püpskissen hinmachen kannst, nein, sondern Naturgeräusche, da haben wir verschiedene, und zwar einmal ruhige Meereswellen. Moment, ich mache lauter, damit man das auch hört. Die Möwen hören sich an, als wird der kleine.
irgendeiner in eine Dose kotzen. Weiter geht's mit Regentag. Gut, das haben wir momentan öfter. Dominik Donnerts. Aber es wird stärker. Open Air Café. Mit Brumm im Hintergrund, sehr schön. Warmer Kamin, gut, der hört sich eher an wie ein heißer Kamin, aber immerhin. Also wenn es mal so im Auto klingt, dann soll es ganz schnell raus. Verschneites Dorf. Gut, so höre ich an, wenn ich Kekse esse. Mal schauen, wie lange das gehen würde. Lebhafter Wald. Und jetzt kommen die ruhige Meereswellen wieder. Ich schaue nochmal um. Ja, die Meereswellen, schön sind sie. Hm. Ja, also das haben sie vom Ioniq 5 abgeschaut, sag ich jetzt mal. Es wird die gleiche Software sein. Und das wird wahrscheinlich im EV 6 auch kommen. Das ist ja dazu da, dass man, wenn man lädt, den Sitz in eine horizontale bringt und die Augen schließt und sich mit ruhigen Meeresklängen oder Wald oder Kaffee oder sonst was berieseln lässt, um so einen gewissen Wohlfühlfaktor zu erreichen. Wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass sich's blöd anhört? Ich sag's mal, meine Fokkerart braucht kein Schwein. Ganz ehrlich, ich will jetzt da keinen so nahe treten, aber dafür Zeit und Geld investieren, das zu entwickeln, dann irgendwie, keine Ahnung, das zu machen, also tut mir echt leid, das ist, da hätten sie lieber die Karten besser machen sollen und ein bisschen mehr Geld da reinstecken. Ich weiß, das ist wieder Mosern und du schimpfst mir die ganze Zeit und das ist alles gar nicht so schlecht. Ja, das mag sein, aber das muss ich doch einmal sagen, die haben. Also, nee. Brauche ich nicht, werde ich auch nie nutzen. Ich habe es zufälligerweise erkannt oder gefunden, als wir mal abends heimgefahren sind und haben uns heimnavigieren lassen und haben nichts auf dem Display gesehen. Und hat meine Frau mich rumgesucht und auf einmal sagt es, oh, schau, wir haben Naturgeräusche. Und ich, nein, ich will es nicht hören. Dann war mir klar, dass das im letzten Software-Update gekommen sein musste. Vielleicht gab es auch schon ein Update eher und ich fahre schon seit einem Jahr rum und ich habe es nicht mitgekriegt. Aber nur für euch als Info, also wenn ihr einen Soul habt oder wahrscheinlich einen Ioniq, das ältere Baujahr, und wahrscheinlich auch den neuen Soul, keine Ahnung, ihr werdet jetzt Naturgeräusche haben, geh mal davon aus. Es wird nicht bloß mein Auto haben, sondern es werden die anderen Autos auch haben. Vielleicht ist es auch so, dass ich mein aufbrausendes Gemüt ein bisschen beruhigen soll, könnte auch sein. Haben sie aber nicht geschafft, irgendwie. War nur ein kurzes Video. Ich hoffe, euch geht es gut und wir sehen uns wieder. Es wackelt ein bisschen, weil ich es nicht einmal festgemacht habe. Peace! Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Nein, Servus! So war's. Servus, sagt locker euer Fokker.